Video, Freunde. Es fährt die Chefin. Rast hier über die Autobahn mit Lichthupe und Blinker links. Wie in der Fahrschule. Spiegelblick, Blinker setzen. Sehr zum Wohle, liebe Videofreunde. Erste Etappe haben wir geschafft. Stehen jetzt in Plön. Plön. In Plön bei Plauen. Und haben einen super Stellplatz hier gefunden. Aber richtig schön. Auf jeden Fall stehen wir herrlich, herrlich. Besser geht's gar nicht. Ja, und lassen uns jetzt mal hier den ersten Abend so ein bisschen, oder genießen mal den ersten Abend so ein bisschen. Michael ist noch angeschlagen. Den hat es richtig gebrezelt gehabt. Und heute wollen wir den Abend ruhig machen, nicht? Schön essen jetzt. Wir machen Lachs und Spinat und Kartoffelchen. Ein Glas Wein. Und dann werden wir, wenn wir Empfang haben, Eurovision Song Contest gucken. Dann den Abend dann bitte hier draußen verbringen und dann. Ich stehen wir genau vor dem Baum. Ja, dann haben wir halt Pech, auch nicht so schlimm. Nein. Und ja. Das ist ganz toll hier. Talsperre Öl. Sehr, sehr schön hier. Zum Wohl. Wo ist denn dein Getränk? Guten Appetit. Guten Appetit. Ach, guten Morgen, liebe Videofreunde. Ich habe gerade so schön alles aufgenommen gehabt und habe festgestellt, dass ich doch den Fotomodus eingestellt habe. Also nochmal. Also wir sitzen hier schön beim Frühstück, wie ihr seht, an dieser Talsperre in Pöhl und können euch die wirklich empfehlen. Es ist einfach total schön hier. Und ja, also wir nehmen an, dass man jetzt hier direkt, wo wir jetzt stehen, wahrscheinlich nicht stehen darf. Ich habe gestern ein Wohnmobilschild, glaube ich, mit durchgestrichen gesehen und das war aber abgekratzt oder irgendwie so. Ich muss nachher nochmal gucken. Der nebenan steht, steht mit Sicherheit hier länger als ein Tag. Der hat komplett aufgebaut, also ich weiß nicht. Scheinbar ist das. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht man wunderbar. Es gibt ja auch Campingplätze hier am See direkt, und aber man steht ja, es ist herrlich. Herrlich, wir haben auch relativ gut geschlafen. Michael hat es dann gestern ausgenockt. Der war fertig und hat geschlafen. Und obwohl ich noch den Eurovision Song Contest geguckt habe. Und ja, dann bin ich auch. Ich habe auch nicht ganz bis zu Ende geguckt bei der Punktevergabe. Es war auch wieder mal deprimierend. Ist aber auch kein Wunder, dass sie so ein Lied dahin geschickt haben. Ich weiß nicht, was unsere Zuschauer manchmal auch wählen, wenn wir unsere Lieder da für den Eurovision Song Contest haben. Also das war ganz klar von vornherein, dass das nichts wird. Fürchterliches Lied, fand ich. Aber egal, also der Niederländer hat gewonnen und auch zu Recht, finde ich. Ich fand den toll. Ja, und jetzt lassen wir uns das Frühstück schmecken und dann geht's weiter Richtung Süden. Wir haben keinen festen Plan. So wie es kommt, kommt's. Und wie weit wir fahren, wie wir lustig sind, fahren wir. Und wenn wir anhalten wollen, bleiben, halten wir an. Na, bleiben wir stehen. Wir haben keinen Stress. Der gute Mann muss sich auch noch etwas erholen. Aber heute geht's dir, glaube ich, ein bisschen besser, ne?
gestern war nicht so gut. Und Michael hat heute Nacht leider ein bisschen Zahnschmerzen gehabt und musste Tabletten nehmen, aber das hat er halt ab und an mal, weil du könntest es ja eigentlich selber erzählen. Ich hab den Mund voll. Na, dann musst du runterschlucken. Ist bei einer Zahn-OP wahrscheinlich was schiefgelaufen damals. Da wurde ein Nerv verletzt. Und sporadisch bekomme ich dann wie so Migräneanfälle. Die ziehen sich hier so durch das Gesicht durch. Da muss ich halt Tabletten nehmen, dann ist gut. Trigeminusnerv wahrscheinlich. In Mitleidenschaft gezogen damals. Also es, hinterher ging es schlechter als vorher, nachdem der Zahn raus war. Ja. Und alles schon untersucht und gemacht. Also es ist halt hin und wieder, kommt das halt. Kannst du nichts machen und hat er gerade heute Nacht noch, aber Gott sei Dank, dann irgendwann bist du wieder eingeschlafen und also heute ist etwas besser. Gott sei Dank, haben wir schon Sorgen gemacht um mein Herz allerliebsten. Also, das Frühstück noch mal schön und dann geht's weiter, ne? Liebe Videofreunde, wir sind jetzt in Bernau am Wohnmobilpark am Tennissportzentrum oder so, ne? Ja. Ja, da sind wir jetzt gelandet und bleiben hier eine Nacht und morgen geht's weiter. Ja, hier gibt's überall Frischwasserstationen, hier auch, hier ist zweimal Abwasser und auch Frischwasser. Dann zeige ich nochmal die Entsorgungsstation für die Toilette. Die ist nämlich hinter diesem Häuschen hier. So, hier ist die Entsorgung der Chemietoilette. Ja, hier ist so ein kleiner Raum jetzt. Da sind zwei Spülbecken. Und hier ist auch Waschmaschine und Trockner, kostet jeweils 4 Euro. Auch Möglichkeiten zum Wäsche aufhängen. Ja, hier gibt es eine Dusche. Und zwei WCs. Waschbecken und dann kann man noch die Dusche draußen mit benutzen. So, hier haben wir dann die Müllentsorgung und Gasflaschenaustausch ist auch da. So, der Hund geht mit dem Chef Gassi. Das stimmt, die Reihenfolge stimmt. So, das ist jetzt die Aussicht von dem Stellplatz hier. Leider zieht es sich jetzt zu, haben sie auch gemeldet, dass es heute Abend anfangen soll zu regnen. Das ist jetzt der Platz. Tja, Leute, wie versprochen. Das Gewitter auf der einen Seite noch schön und auf der anderen Seite, da kommt was.